Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar Dezentrale Datenpflege ohne Programmierkenntnisse in SAP BW Vorhana und SAP BW OnHana. Mein Name ist Felix Weide und ich werde Ihnen heute unser Produkt, um eine dezentrale Datenpflege zu ermöglichen, Argumento Edit, vorstellen und möchte Sie dort ganz herzlich begrüßen. Was haben wir heute vor? Ich möchte Ihnen anhand von konkreten Einsatzszenarien und Fragestellungen zeigen, wo wir Einsatzmöglichkeiten für Argumento Edit sehen und erklären, wo und wie wir zu den Themen dort gekommen sind. Des Weiteren werden wir dann Argumento Edit live in Action sehen. Das wird der größte Teil sein. Ich werde Ihnen einfach Oberflächen zeigen. Ich werde Ihnen das Produkt zeigen, werde Ihnen erklären, wie das Tool tickt und ein bisschen, wie man darin arbeiten kann, beziehungsweise wie man darin modellieren kann. Ganz am Ende habe ich einen ganz kurzen paar technische Hintergründe und Lizenzmodelle. Da geht es aber eigentlich nur darum, das ganze Paket abzurunden an der Stelle. Wenn Sie Fragen während dem Webinar haben, dann bitte ich Sie, diese einfach in den Chat zu schreiben. Ich werde die dann gesammelt übermittelt bekommen und am Ende des Webinars beantworten. Wenn es direkt reinpasst, vielleicht auch direkt zwischendurch, aber höchstwahrscheinlich am Ende. Sie haben so ein Chatpanel, Sie alle sind stumm geschaltet. Das heißt, Sie können über dieses Chatpanel, was von Citrix dort zur Verfügung gestellt wird, die Fragen in den Chat schreiben, aber nicht direkt mit mir sprechen, sondern mich nur hören. Dasselbe, wenn Sie Fragen hinsichtlich Technik haben und es irgendetwas nicht funktioniert, fragen Sie die Kollegen im Chat, die werden Ihnen helfen. Argumento Edit ist eine Stammdatenpflege im SAP BW. Das heißt, alles, was wir da drin machen, kommt irgendwie aus dieser Ecke der Stammdatenpflege im SAP BW. Das heißt, der Hauptanwendungsfall ist eigentlich Stammdatenpflegen. Jetzt stellt sich die erste Frage immer, warum oder wann will ich denn Stammdaten dort pflegen? Wir kamen ganz ursprünglich vor etwa 10 Jahren, das sind schon 11 Jahre, aus Planungskontexten, die BIIP war ganz neu und haben gemerkt, innerhalb von Planungsszenarien müssen wir ganz oft Stammdaten pflegen. Warum müssen wir Stammdaten pflegen? Naja, ganz klassisch, wir müssen neue Kunden und Materialien anlegen im Kontext einer Vertriebsplanung, wo hier einfach in Anführungsstrichen einfach Sachen ergänzt werden müssen, damit ich die Merkmalskombination überhaupt anlegen kann, damit ich überhaupt planen kann. Dasselbe passiert natürlich auch mit bestehenden Kunden. Ich muss sie anreichern. Ich muss Zuordnungen vornehmen, damit ich in der Planung vernünftig agieren kann. Ein zweites Arbeitsfeld, was dort oft auftritt, ist, wir müssen Steuerparameter pflegen. Wir müssen pflegen, wie meine Planung tickt, in welchem Jahr bin ich gerade, was ist die aktive Planjahrrunde. All diese Fragestellungen, die natürlich je nach Berater, je nach demjenigen, der das sozusagen einführt, in unterschiedlichen Techniken gelöst wird. Da gibt es auch die, die sagen, wir machen das alles einfach in einem DSO. Aber grundsätzlich müssen wir diese Informationen irgendwo hinbringen. Und eine Möglichkeit dafür ist, sie einfach in einem Stammdaten, in einem Parameterobjekt einzupflegen und dort zur Verfügung stellen. Felix, ganz kurz bitte. Dein Bildschirm ist noch pausiert. Wir sehen immer noch die Startfolie. Bitte einmal noch auf Übertragung draufdrücken. Perfekt. Danke dir. Oh, vielen Dank. Ich wurde darauf hingewiesen, dass mein Bildschirm pausiert ist. Das ist sehr schade. Sie haben allerdings noch nichts verpasst, nur die Begrifflichkeiten, die ich hier dazu gepackt habe. In der Planung werden Planvarianten oder Parameter für die Planung für Szenarien benötigt. Auch das sind Informationen, die verwaltet werden müssen und die in irgendeiner Form bereitgestellt werden. Das heißt, eine Aufgabe ist es, in der Planung Planungsparameter zu pflegen und diese Informationen zu verwalten. Das ist ein großer Einsatzblock-Szenarien, die wir in der Planung wahrgenommen haben, in der wir Argumento Edit gesehen haben. Dieses Anreichern von Stammdaten gibt es aber auch noch aus einem anderen, wie soll ich sagen, Gesichtspunkt, nämlich wenn ich
mich mit Reporting-Fragestellungen beschäftige. Also wenn ich beispielsweise in einem Vertriebsreporting Bestellungen zuordne, das heißt, ich bekomme aus irgendeinem Quellensystem Bestellungen und ich muss die aber, damit sie reportingfähig werden, damit ich sie in den richtigen Kontext bringen kann, banal im Vertriebsgebiet zuordnen, aber ich muss vielleicht auch noch andere Dinge anreichern, damit es im Reporting richtig rauskommt, ich mein Reporting-Dashboard sauber bauen kann. Und dort pflege und erweitere ich auch Stammdaten, die ich natürlich auch zuladen könnte, aber ich könnte sie auf dem Weg eben, und dann kommen wir zu dem dezentralen Thema, dezentral zupflegen lassen von den Leuten, die es eigentlich wissen, von den Leuten, die die Informationen haben und in der Aufbereitung der Daten im Prozess eigentlich auch mit integriert gehören. Das heißt, dieses dezentrale Pflegen von Informationen in Planung und Reporting-Kontexten im SAP BW spielt eine ganz recht wichtige Rolle. Und zwar mehr assistierend, also nicht mein Kernprozess zu tun, sondern ich pflege dezentral Daten dran. Ich stelle Daten bereit, die ich für meinen eigentlichen Prozess, meine Planung oder meinen Reporting-Prozess brauche. Ich werde natürlich nicht meine Umsätze eintippen. Die werde ich nicht eintippen, aber ich reichere vielleicht an, damit ich sie dann vernünftig reporten kann. In dem Kontext der dezentralen Datenpflege ist das Thema Berechtigungen ganz wichtig. Das heißt, wir brauchen Berechtigungen, die es mir ermöglichen, die Benutzer dezentral dort arbeiten zu lassen. Das heißt, alles, was ich dort mache, muss sehr schön und sehr sauber berechtigbar sein, damit ich eben nur die richtigen Datenpflege und Erweiterung. Das heißt, dazu kommen Anforderungen und all das erfüllen wir mit Argumento Added. Wir brauchen Customizing und UI-Konfiguration, damit wir die Oberflächen so gestalten können, dass das in Anführungsstrichen den Ansprüchen gerecht wird, die wir brauchen. Wir brauchen eine Fiori-Integration, damit wir ja dort sauber arbeiten können. Dann kommen wir schon dahin, wo der Komfort anfängt, eigentlich das schöne Excel-Import und Export oder Download und Upload zu haben. In dem Wording SAP BW ist eine ABAP-Integration ganz wichtig, dass man dort Möglichkeiten hat, Dinge zu tun, und Infrastrukturfragestellungen sind wichtig, wie Transport und wie gehe ich damit um, wenn ich in der Mehrsystemlandschaft bin. Eine Fragestellung, die in Projekten häufig auftritt, ist, wie gehe ich denn damit um, dass ich Stammdaten in meinem Entwicklungssystem habe? Ich habe steuernde Stammdaten, die ich pflege, Parameter, die eigentlich auch zum Transport gehören und ich möchte die mit rüberbringen. Hier haben wir eine Möglichkeit, Stammdaten zu transportieren, also Inhalte zu transportieren. Mit all diesen Möglichkeiten haben wir als IB Solution dann begonnen, Dinge zu machen wie eine Investitionsplanung. Wir haben ein Produkt gemacht, Argumento Invest, das basiert auf Argumento Edit und stellt eine Investitionsplanung dar. Hier haben wir mit einem neuen Aufgabenfeld angefangen, nämlich eigentlich einem normalen Anwendungsbau. Das heißt, wir haben damit begonnen, Argumento Edit als Baukasten zu verwenden, um eine dezentrale Datenpflege zu machen, aber eigentlich eine ganze Planungsanwendung zu bauen. Und da kann man sich ganz viele Dinge vorstellen. Wir haben eine Cashflow-Planung, wir haben eine Projektplanung gemacht, wir haben Personalplanung gemacht. Argumento Personal ist auch ein eigenes Produkt, was basiert auf Argumento Edit, nur in Teilen auf Edit alleine, aber es gibt ganz viele Sachen, die aus Edit dort kommen. Wir haben auch einen Kunden, der eine Vertragsverwaltung gemacht hat, der eigentlich nur Zuordnung pflegt, welcher Vertragsteil für wen gilt. Wir haben qualitativen Fragebogen gemacht. Das heißt, im Planungskontext ist es ganz spannend zu sehen, ich habe ja nicht nur Zahlen, die ich erfassen möchte, sondern ich möchte ja vielleicht auch qualitativ Fragen stellen, wo eine Fließtextantwort kommt von meinen Geschäftsführern, die mir erklären, wie sie irgendwelche Risiken bewerten. Es geht so ein bisschen in die Richtung Kommentierung. Und da sind wir aber in einem Anwendungsbauthema und all das können wir auch mit Argumento Edit adressieren. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Themen, die wir als Einsatzszenario sehen, um unser Produkt Argumento Edit, den Baukasten, der eigentlich nur dafür da ist, Stammdaten zu pflegen, einzusetzen. Und in den Kontexten von SAP BW und BW4 ist halt dieses ganze Interagieren mit den Daten ein unheimlich wichtiges Thema und uns ist es wichtig, dass Argumento Edit halt auch in einem BW4 funktioniert, dass wir auch dort diese Einausgabe und diesen Anwendungsvorszenario machen. Jetzt möchte ich dazu übergehen, Ihnen einen Überblick über das Produkt Argumento Edit zu geben. In vergangenen Vorstellungen habe ich das oft so gemacht, dass wir
begonnen haben, ganz klein. Wie funktioniert das alles? Von einem ganz kleinen Beispiel. Ich möchte das jetzt heute mal ein bisschen andersrum machen. Ich möchte von diesen Anwendungen kommen, möchte Ihnen zeigen, was kann ich damit alles machen und dann an Details auch einzelne Einstellungen ändern in Argumento Edit, um Ihnen ja darzustellen, wie das Tool an der Stelle tickt. Ich möchte auf drei neue Features eingehen in diesem Zusammenhang. Das ist einmal ein Variantenmanagement, was neu ist in Argumento Edit, so dass man dort auch Varianten im UI5-Kontext verwalten und erstellen kann. Ich möchte den Dokumentenupload nochmal zeigen und erwähnen und den Excel Up and Download, der jetzt im UI5 auch zur Verfügung steht und einfach verwendet werden kann, ohne großartig Dinge dazu zu bauen. Dann springe ich jetzt mal in die Live-Demo. Wir haben hier eine Oberfläche, die grundsätzlich eine Stammdatenverwaltung, Argumento Investor ist. Wir sehen hier eine Liste von Anträgen, die Leute gestellt haben in einem Investitionsplanungsprozess. Und das heißt, wir haben hier eine Liste von Einträgen, einfach gesprochen eine Liste von Stammdateneinträgen, die ganz viele Attribute, Informationen, eine Kennzahl, einen Status haben und beispielsweise auch einen Dateianamen. Und Argumento Edit, alle Argumento Edit Anwendungen sind tabellenorientiert, weil es geht darum, Stammdaten zu ändern. Und dann kann man hier also navigieren und in dem Fiori-Kontext einfach Informationen der Stammdaten ändern, verwalten, anschauen und ganz viele Zusatzinformationen, die an diesem Antrag hängen, ja, betrachten und ändern. Wir haben als ein zweites Szenario, was ich vorhin genannt habe, das Kontext im Kontext einer Cashflow-Planung, eine ganz andere Anwendung, weil in Argumento Invest haben wir Stammdaten, die wir ändern und das entspricht eigentlich unserem Planungsprozess. Wir erfassen darin unsere Planung, wir ändern darin Werte, die ich beantrage hier, was haben wir, eine neue Kesselanlage und diese Kesselanlage wird mir genehmigt oder nicht genehmigt und so ist dann der Prozess, dass viele Leute dazu irgendwelche Informationen beisteuern. Am Ende des Tages darf ich meine Maschine kaufen, ich darf sie nicht kaufen. Das heißt, der Planungsprozess findet hier eigentlich in den Stammdaten statt. In unserer Cashflow-Planung haben wir, das ist kein Produkt, das ist ein Szenario, was wir mit Argumento Edit oder mit Argumento Edit und anderen Argumento-Komponenten gebaut haben. Haben wir eigentlich gesagt, nee, es geht uns eigentlich gar nicht so darum, die Zahlen hier zu erfassen. Wir wollen keine Daten erfassen, sondern wir wollen Szenarien erfassen, die wir durchrechnen wollen. Das heißt, wir nutzen hier Argumento Edit nur, um die Daten zu erfassen und das Durchrechnen anzutriggern. Das heißt, wir haben hier beispielsweise ein Szenario Verringerung des Warenkaufs 65%. Da kann ich dann reingehen, kann mir hier anschauen, okay, jetzt hat hier niemand einen Langtext dazu erfasst, aber ich könnte hier einen Langtext erfassen. Ich kann schauen, auf welcher Quellversion ist das Ganze. Und ich definiere irgendwelche Faktoren, die dann einberechnet werden sollen in gewissen Zeiträumen oder immer auf meine Daten. Und dann kann ich diese hier durchführen. Das ist natürlich ein inhaltlicher Schritt. Hier dieses Durchführen ist das Starten einer Kalkulation. Das hat nichts mit Argumento Edit zu tun, aber hier werden halt meine Parameter erfasst und dann starte ich aus diesen Parametern meine Kalkulation, die berechnet, was eine Verringerung des Wareneinkaufs um 65% für eine Auswirkung auf meinen Cashflow hat. Und Argumento Edit ist ein Baustein, der hier uns hilft, diese in Anführungsstrichen Lösung eines Durchrechnens eines Cashflows zu bauen. Das heißt, hier ist es möglich, Daten zu erfassen und dann damit irgendeine Aktion zu machen. Wenn wir jetzt ein bisschen dahin gehen wollen, in Anführungsstrichen, was ist denn Argumento Edit eigentlich? Wir sehen jetzt hier schöne Oberflächen, wir sehen eine Tabelle, wir sehen Formulare. Dann ist Argumento Edit eigentlich immer eine Sicht auf ein Infobag. Wir haben jetzt gerade eine Sicht auf dieses Investitionsplanungs-Infobag gesehen. Wir haben eine Sicht auf die Parameterobjekte in dem Cashflow gesehen.
Wenn ich jetzt mir hier mal einen View rauspicke, ein View ist immer eine Gruppe von Pflegemasken, die wir zusammenfassen zu einem View. Diesen View kann man dann zusammen berechtigen. Das zeige ich nachher noch mal kurz, aber ich möchte jetzt hier kurz einsteigen in dieses Casual-Thema und dann haben wir hier eine Definition eines Werks, Views, und den würde ich jetzt mal kurz löschen und einfach noch mal neu anlegen, damit wir diesen Werksview einmal zusammen definieren. Und dann können Sie an der Stelle sehen, in Anführungsstrichen, wie einfach wir eine Oberfläche definieren, die vielleicht an der Stelle anders deutlich komplizierter wäre zu bauen. Mein Werk füge ich hier zu meinem View hinzu. Rechts habe ich einfach alle Infoobjekte, die ich zur Verfügung habe. Und links habe ich die, die meinem View zugeordnet sind. Und dann kann ich jetzt hier sagen, ich definiere, welche Spalten möchte ich denn eingabebereit machen. Unser Werksview ist eigentlich total einfach, weil er hat nur zwei Spalten. Ich habe halt nur Stammdaten und Texte zu dem Werk. Das heißt, ich definiere jetzt hier, ich möchte das eingabebereit machen. Im ersten Schritt will ich mal keine Wertehilfe haben, weil für den Schlüssel brauche ich keine Wertehilfe, für den Text brauche ich keine Wertehilfe. Dann gibt es hier ganz viele Optionen, die ich verwenden kann, die mich im ersten Schritt aber auch gar nicht so wirklich interessieren. Wir sagen noch, wir wollen auf jeden Fall das Ganze für den Excel-Upload und für UI5 verwenden. Und wir definieren noch ein Formular. Hier ist so ein Default-Formular drin. Das können wir jetzt noch einmal kurz neu anlegen. Das heißt, wir legen ein neues Formular an, kriegen hier so eine Vorlage mit Buttons und Elementen. Dazu gibt es eine Dokumentation, welches Element wie tickt. Aber wir wollen jetzt vielleicht im ersten Schritt nur einen Speichern-Button haben an der Stelle und halt die beiden Felder, die wir da drin haben. Wir haben damit ein UI5-Formular definiert und können dieses dann hier unter Technical Settings aufrufen und können das einmal direkt starten. Das dauert jetzt einen Moment, weil im Hintergrund werden die ganzen OData Services generiert, damit das UI5 funktioniert. Es wird diese ganze Infrastruktur bereitgestellt, damit die Oberfläche dargestellt wird. Und wenn wir es jetzt nochmal neu laden, dann geht es deutlich schneller. Weil jetzt die Services alle angelegt sind und generiert sind. Und dann sehen wir, okay, in diesem Infoobjekt sind für uns jetzt hier nur zwei Werte und ich kann in dieses Formular gehen, kann mir das Formular anschauen und sehe, da gibt es ja noch gar nicht so viel, aber ich kann halt hier jetzt Werte ändern und kann die auch bearbeiten. Und wenn ich jetzt hier an der Stelle beispielsweise auf das Thema mit dem Excel-Upload eingehen möchte, dann kann ich sagen, okay, es kann hier die Möglichkeit, das Ding als Excel runterzuladen. Das heißt, ich kann hier mir immer das, was ich hier sehe, als Excel, wenn ich es aktiviert habe, jetzt geht es auf dem anderen Bildschirm auf, sehe ich einfach die Tabelle als Excel runtergeladen, relativ unspektakulär. Ich habe ähnlich unspektakulär mir hier eine Tabelle vorbereitet mit weiteren Werten. Das heißt, ich möchte jetzt diese Werte hochladen. So, mal speichern. Und kann dafür dieses Tool für den Excel-Upload ermöglichen. Habe hier ein File, das ist schon das File, was ich vorbereitet habe. Wähle aus, welches Tabellenblatt es kriegt, eine Vorschau auf die Daten, kann dann die Spaltenzuordnungen verändern. Das heißt, ich kann jetzt hier die Spaltenzuordnung machen, dass ich den Beschreibungen den Schlüssel kopieren will, was natürlich keinen Sinn macht. Machen wir wieder zurück und kann dann die manuelle Spaltenzuordnung verwenden. Kriege hier nochmal eine Vorschau, dann werden die 7 Zeilen hinzugefügt. Ich sehe hier noch mal eine Vorschau, welche Zeilen wurden hinzugefügt. Wenn ich welche geändert hätte, dann würden die hier auch als geändert angezeigt. Ich kann dann speichern. Dann werden diese Daten im Dialog ins Backend übertragen. Wenn ich da sehr viele Daten hochlade, dann kann das natürlich auch schon mal dauern. Bei 10 Einträgen nicht und habe diese Daten hochgeladen. Habe damit eine sehr einfache Möglichkeit, auch Stammdaten ins System zu bringen, zu überarbeiten und in der Menge darzustellen. Wenn wir jetzt über eine Dezentralität der Datenpflege reden, dann ist das Wichtige ja nicht nur, ich kann diese Masken aufrufen, also ich kann diese Masken erstellen, ich kann diese Formulare erstellen, und kann diese Masken aufrufen, sondern es ist wichtig, dass ich diese Masken auch
sauber berechtigen kann. Das Berechtigungskonzept von Argumento Edit ist an der Stelle so gestrickt, dass wir, ich muss ganz kurz die Nummer nachschauen, 1121, dass wir einen View anlegen, es ist eine separate Anwendung, wo ich diese Klammer um diese Infobjekte, also diese Views, anlege und verwalte. Und dann ordne ich diesen View Benutzer oder Rollen zu. Und an der Stelle kann ich einfach die Standard-SAP-Rollen, die es im System gibt, dem View zuordnen. Jeder Benutzer, der diese Rolle besitzt, die diese Rolle zugeordnet ist, hat zu diesem Zeitpunkt dann auch Zugriff auf diesen View. Jemand anderes sieht an der Stelle nichts. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, nicht das Infoobjekt zu berechtigen, sondern meinen View zu berechtigen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, unterschiedliche Berechtigungen auf dasselbe Infoobjekt in unterschiedlichen Sichten zu geben. Das heißt, ich kann damit sicherstellen, dass beispielsweise in einem breiteren Infoobjekt, also in unserem Infoobjekt hier mit dem, die Darstellung von den Merkmal-Merk-Geschichten, das ist ja relativ einfach, weil ich kann da auch nicht viel unterscheiden. Ich habe kein Fleisch. Ja. Aber ich könnte mir ja vorstellen, dass ich noch 7 andere Attribute habe, wie zum Beispiel die Zuordnung eines Werks zu einem Vertriebsgebiet oder einem ja, Buchungskreis oder einem was auch immer. Diese Zuordnungen sollen vielleicht nur spezielle Personen pflegen. Allerdings die Texte zum Werk soll vielleicht ein anderes pflegen und kann damit 2 Sichten bauen, die ich 2 unterschiedlichen Personengruppen zuordne, die dann diese Daten getrennt anreichern. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in meinem Planungs- oder Reporting-Prozess unterschiedliche Sichten auf dasselbe Objekt zu ermöglichen. Und wenn ich jetzt weitergehe und sowas wie unsere Investitionsplanung betrachte, dann habe ich hier natürlich sehr unterschiedliche Sichten auf dasselbe Objekt. Ich kann nämlich hier einen bereits genehmigten Antrag nur einsehen. Da will ich nichts mehr ändern. Wenn ich aber in einer anderen Sicht unterwegs bin, in der ich vielleicht meine Anträge einreiche, dann habe ich ganz andere Optionen, ganz andere Möglichkeiten und sehe vielleicht auch ganz andere Dinge. Ja, kann hier auf einmal alles ändern, kann Kennzahlen eingeben und so weiter und so fort. Das heißt, die Sichten sind unterschiedlich und damit kann ich auf dasselbe Objekt unterschiedliche Berechtigungen machen. Ähnlich wie ich unterschiedliche Planungsmappen auf dasselbe datentragende Objekt machen kann. Das heißt, ich habe hier von der Berechnungssteuerung einmal die Möglichkeit, Rollen den Sichten zuzuordnen. Und die zweite Ebene der Berechtigung ist, dass wir innerhalb der Views dann den Inhalt berechtigen können, indem wir die Analyseberechtigung des SAP-BBWs aktivieren. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, ich möchte einen Info-Provider verwenden in dem Kontext, das verwendet werden soll. Und dann kann ich meine Analyseberechnung verwenden und dann sehe ich beispielsweise nur die 3 Werke, denen ich zugeordnet bin, weil es eine Analyseberechnung gibt, die mich für diese 3 Werke berechtigt. Und damit habe ich sehr feingranular die Möglichkeit und sehr grobgranular die Möglichkeit, die Berechtigung innerhalb von Argumento Edit zu vergeben. Wenn ich jetzt weiter drauf schaue, was Argumento Edit alles noch beinhaltet, gibt es noch eine Applikation, um die Transporte zu organisieren. Die werden wir jetzt nicht im Detail anschauen. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, eine WebDimpo-Oberfläche aufzurufen, die früher mal aktuell war. Das ist letztendlich genau dasselbe wie im Fiori, nur halt als WebDimpo. Es gibt ein paar Sachen, die im WebDimpro anders sind, die im WebDimpro vielleicht auch weiter sind, als es das im Fiori heute ist. Technologiebedingt ist halt WebDimpro eine sehr angezählte Technologie, weil es nicht schön aussieht und auch Nachteile hat. Sie kennen alle den Timeout, wenn ich zu lange drin bleibe und nicht aktualisiere. Es gibt aber auch Vorteile, manchmal wünschen Kunden auch, die alten Oberflächen noch zu verwenden. Das kann man dann natürlich auch noch tun. Also diese Oberflächen sind identisch von der Funktionalität her. Sie sehen nur einen Tick anders aus. Genau. Damit möchte ich aus der Live-Demo mich wieder
verabschieden und noch ein paar Sätze zu den technischen Hintergründen sagen. Wie ich gerade schon eingangs erwähnt habe, Argumento Edit speichert alle Daten in den Infoobjekten. Es sei denn, man macht irgendwelche Zusatzimplementierungen, dann kann man auch in andere Objekte schreiben, aber im Standard geht es erstmal darum, Stammdaten, Eingabe, Ausgabe zu pflegen und zu verwalten. Argumento Edit an sich kommt in einem ISV-Namensraum, das heißt, es ist in einem anderen Namensraum als IZ-Coding, damit kann es einfach installiert werden, es kommt per Transportauftrag und ist voll releasefähig. Wir liefern ungefähr viermal im Jahr neue Versionen aus, die Sie installieren können, wenn Sie einen Wartungsvertrag haben und können dann das Update einspielen und erhalten die Neuerungen ohne weiteres Zutun von Ihrer Seite. Also beispielsweise die Möglichkeit, einen Upload zu machen, können Sie jetzt aktivieren, wenn Sie es vorher nicht hatten und dann können Sie einen Upload in die Stammdaten machen. Das Variantenmanagement, dass ich springe mal ganz kurz in die Demo zurück, ganz kurz, dass ich hier eine Möglichkeit habe, unterschiedliche Varianten abzulegen, dass ich filtere auf einen Buchungskreis und das dann als Default-Variante habe. Und diese Varianten zu verwalten, ist etwas, was neu dazugekommen ist. Da haben Sie jetzt keine Tätigkeiten auch aus Admin-Sicht, sondern Sie müssen hier nur als User Ihre Varianten pflegen, einschränken, welche Bedingungen dahinter steht und können dann diese Variante ab dem Moment nutzen, was uns einfach dazu bringt, dass Ihre Anwendung auch reichhaltiger wird, wenn Sie gar nichts daran entwickeln, sondern dann, wenn es eine neue Version gibt. Diese Updates kriegen Sie auch zu, gibt es einen Service Desk, wo Sie die Updates runterladen können und dann installieren können. Installationsvarianten, was setzen wir voraus? Argumento Edit braucht ein SAP BW, allerdings irgendeins. Und dazu zählt auch ein BW4. Das heißt, Sie können es auf einem BW4, auf einem BW on HANA, auf einem BW on AnyDB installieren. Wir unterstützen auch noch ganz alte Releases, allerdings gibt es dann mit dem UI5 so ein bisschen Themen. Es muss ein 7.0er mindestens sein, also vorher nicht. Aber es gibt auch noch 7.0er im Einsatz da draußen. Wir empfehlen natürlich ein 7.4 oder 7.5, also eigentlich ein 7.5 und natürlich eigentlich ein BW4HANA. Aber kompatibel sind wir in dem ganzen Stack. Wir können verschiedene Arten des Deployments machen. Wir können Frontend-Server beliefern. Wir können auch ein Cloud-Deployment machen, das ein Cloud-Deployment auf Ihre On-Premise-Installation Ihres BWs zugreift und damit nach außen Anwendungen zur Datenpflege dezentral freischalten, dann haben Sie sozusagen einen Zugriff, jemand meldet sich an Ihrem Cloud-Plattform-Account an, hat von überall Zugriff auf einen Argumento Edit View, der genauso aussieht und im Backend in Ihr BW4 schreibt beispielsweise. Wir bieten zwei Oberflächentechnologien an, nämlich SAP UI5 und WebDimport. Das Lizenzmodell von Argumento Edit ist tatsächlich relativ einfach. Es gibt eine Einmal-Lizenz, die unabhängig von Usern ist, nur abhängig von Installationen. Das heißt, wenn Sie mehrere parallele Systemlinien betreiben, weil Sie mehrere BWs haben, Sie haben einen BW für Europa und einen BW für die USA, dann wären zwei Lizenzen notwendig. Wenn Sie aber ein BW betreiben, mit dem alles läuft und da sind aber 10.000 User drauf, kein Problem, brauchen Sie eine Installation. Damit bin ich am Ende von meiner Vorstellung von Argumento Edit und der dezentralen Datenpflege. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir ein Webinar haben am 20. Oktober zur Vorstellung einer schlüsselfertigen CapEx-Planung. Hier werden wir eine spezielle Installation von Argumento Invest vorstellen, indem wir alles bereits mitbringen, so dass installiert wird und nach der Installation tatsächlich komplett fertig ist. Sie könnten es sofort nutzen. Anpassungen würden dann auf der fertigen Ausprägung von Argumento Invest in Anführungsstrichen durchgeführt. Ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Fragen, sollten Sie Fragen noch haben, jetzt in den Chat schreiben, damit wir diese noch beantworten können. Und dann freue ich mich natürlich, wenn Sie uns auf den verschiedenen Medien folgen und wenn ich Sie in dem Webinar im Oktober wieder begrüßen kann, wenn wir hier die nächste Runde vorstellen.
Wir haben derzeit keine Fragen. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können.